So, wo ist mein Konzept? Wie Sie wissen, war ich auch die ganze Zeit ziemlich krank bis gestern. Und ich wollte fragen, ob ich vielleicht wenigstens ein, zwei Tage länger Zeit habe. Ein, zwei Tage? Sie wissen doch, kleines Geld. Ich brauche das Konzept bis heute Abend. Oder Sie können beim anderen Unternehmen planen. Ich brauche Leistung. Mhm. Ach, Frau Müller, hallo. Hallo. Sagen Sie, könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Also ich meine, wie weit sind Sie denn für heute? Ich bin fertig für heute. Echt super. Also weil ich muss mein Konzept bis heute Abend fertig kriegen und ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll. Ich war doch die ganze Zeit krank und jetzt sagt mein Chef, ich soll das bis heute Abend fertig machen. Aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Wäre das vielleicht möglich? Also ich habe noch so viel zu tun heute. Also Entschuldigung, aber das geht nicht, bis die Kinder noch abholen und so. Ja, also schönen Tag noch. Egoist. Wie sagt Oma immer, früher in der guten alten Zeit war alles viel besser. Gute alte Zeit, was ist das überhaupt? Zuerst einmal solltet ihr wissen, dass die gute alte Zeit eine Zelle in der Davy-Plotinismus-Matrix ist. Davy-Plotinismus setzt sich aus den Wörtern Darwinismus und Opportunismus zusammen. Darwinismus ist grob erklärt aus Unternehmenssicht ein kollektiver Mechanismus zum Optimieren von Unternehmen und Mitarbeitern, heißt er fördere Effizienz und Effektivität, also die Leistung im Wettbewerb, bedeutet aber auch Rationalisierung von Mitarbeitern. Opportunismus ist aus Mitarbeitersicht ein individueller Antrieb. Das Handeln fokussiert sich auf eigene Vorteile, ohne Rücksicht auf das Unternehmen oder andere zu nehmen. In der guten alten Zeit sind Darwinismus sowie Opportunismus schwach ausgeprägt. Das bedeutet, dass hier Werte wie Loyalität und Gemeinschaft noch großgeschrieben wurden. Mitarbeiter und Unternehmen konnten sich aufeinander verlassen und arbeiten produktiv ohne Wettbewerbsdruck. Die Toleranz war hoch und es gab nur wenige Grenzen. Gleichzeitig war es die Aufgabe der Führungskraft, für Stabilität zu sorgen. Hallo! Guten Morgen! Morgen! Können Sie vielleicht ein bisschen besser am PC helfen? Ich komme dann weiter. Ja, klar, sag mal gerade gucken. Ja, gut, super, danke, bitte. Hallo! Hallo, Frau Hassan, was kannst du tun? Ja, ich habe nun hier endlich das Konzept. Es hat leider doch etwas länger gedauert als gestern Abend. Das ist kein Problem. Sie arbeiten schon 15 Jahre hier und haben immer gute Leistung gebracht. Dann machen die ein, zwei Tage nichts. Ja. Das ist zu verschmerzen. Danke, super. Dankeschön. Kein Problem. Tschüss, schönen Tag noch. Werte Mitarbeiter, es tut mir schrecklich leid, aber ihr wisst, wie unsere finanzielle Lage ist und ich kann euch dieses Jahr schon wieder keine Boni auszahlen. Ich hoffe, ihr habt alle dafür Verständnis. Natürlich. Wir stehen trotzdem weiterhin loyal zu Ihnen und dem Unternehmen. Thank you.